Mich beeindruckt an den Geschwister Scholl besonders, dass sie sich gegen so ein übermächtiges Regime, was komplett Deutschland und einen noch größeren Raum kontrolliert hat, mit einer so kleinen Gruppe von wenigen Leuten versucht haben zu widersetzen. Hans und Sophie Scholl insbesondere haben ihre Angst überwunden, indem sie halt aus dieser Situation heraus wollten und auch für die Menschen kämpfen wollten. Also es ging ja nicht nur um sie selbst, es ging ja auch um alle anderen. Mittlerweile wird es einfach immer klarer, dass sie halt sich als Einzige so lange dafür eingesetzt haben und auch bis zum Tod gesagt haben, nein, ich widerrufe das nicht, was viele nämlich noch gemacht haben. Und ich glaube, deswegen hat es auch viel damit zu tun, dass sie heute noch so bewundernswert sind. Ja, auch heute noch für viele junge Menschen ein Vorbild. Sophie Scholl, eine der bekanntesten Widerstandskämpferinnen zur Zeit des Nationalsozialismus. Mit nur 21 Jahren wurde sie hingerichtet. 2021 wäre sie also 100 Jahre alt geworden. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu Planet Wissen. Und ganz herzlich willkommen, Dr. Maren Gottschalk. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie sind Autorin, Historikerin und Journalistin und inzwischen auch eine Sophie Scholl-Expertin, weil Sie zwei Bücher über sie geschrieben haben. Und Sie haben, was ich ganz besonders faszinierend finde, an der gleichen Universität in München studiert, wo auch Sophie Scholl studiert hat. Ja. Wann sind Sie ihr das erste Mal begegnet? Das erste Mal begegnet bin ich ihr tatsächlich bei Filmaufnahmen, in die ich sozusagen hereingestolpert bin. Da wurde ein Film über Sophie Scholl gedreht. Die Weiße Rose in München, vor dem Hauptgebäude der Universität. Ich bin morgens zur Uni gegangen. Es waren auf einmal, wenn man aus der U-Bahn kommt, dann steht man direkt auf diesem Geschwister-Scholl-Platz. Ja. Und da waren Hakenkreuzfahnen. Das hat mich natürlich erstmal sehr erschreckt. Ich dachte, was ist hier passiert? Aber dann war schnell klar, ich habe die Kameras gesehen. Und es wurde tatsächlich die Szene gedreht, in der Sophie mit ihrem Bruder Hans zusammen in die Universität geht. An dem Tag, nachdem nachts Freiheit an die Hauswand der Universität geschrieben worden ist. Und diese Szene haben die da gedreht. Und das hat mich sehr fasziniert. Und dann habe ich erstmal gefragt, worum es da geht. Und dann kannte ich den Namen. Ich hatte das in der Schule nicht gemacht. Mhm. Und bin dann natürlich den Rest meines Studiums mit anderen Gefühlen durch das Hauptgebäude gegangen. Ja. Ach, das war wirklich so der erste Kontakt, der Sie fasziniert Moment. Hat. Ja, mhm. Ja. Ja, und der, Sie waren ja praktisch in dem Szenario, das stelle ich mir sehr beeindruckend vor, am Originalschauplatz. Sie haben sich ja als Historikerin, Autorin und als Journalistin intensiv mit dem Thema beschäftigt. Das sind ja drei verschiedene Herangehensweisen wahrscheinlich auch. Was hat Sie an Ihrer Arbeit an dem Buch am meisten überrascht? Also, was mich immer wieder überrascht, wenn ich mich mit Sophie Scholl näher beschäftige, ist diese Kompromisslosigkeit, dass sie irgendwann die Entscheidung getroffen hatte, ich kämpfe gegen das Regime und dann auch alles dem sozusagen untergeordnet hat. Und dass sie bis zum Schluss so klar war in dem, was sie gedacht hat und wie ihre Haltung war. Und das, obwohl sie ja eigentlich ein so junger Mensch war mit 21 Jahren, so viel noch vorhatte in ihrem Leben. Die hatte ja also so viele Pläne. Sie wollte Familie haben, sie wollte reisen, sie wollte lesen, sie wollte so viel erleben. Und das hat sie dann alles sozusagen nach hinten geschoben, um diese Arbeit zu machen. Ja, man weiß viel über sie, weil einfach viele Briefe auch von ihr erhalten sind und kann gut abschätzen, was sie auch für ein Mensch war. Ja. Hatten Sie auch, haben Sie das Gefühl, dass Sie ihr persönlich auch nahe gekommen sind? Ja, das ist auf jeden Fall so. Das muss man auch, wenn man über sie schreiben will. Und man kommt ihr auch nahe durch ihre Briefe, denn sie ist sehr, sie ist sehr persönlich. Sie schreibt sehr empathisch. Sie erzählt viel von ihrem Alltag. Und dann hat sie auch Tagebuch geschrieben. Und die Tagebücher sind natürlich auch eine Quelle, in der man Sophie sehr, sehr nahe kommt. Und in dem man, ja, ich auch manchmal gedacht habe, Mensch, sie war so kritisch auch mit sich selbst, dass ich manchmal gerne gesagt hätte, Sophie, sei mal ein bisschen netter mit dir. Also das ist sehr faszinierend. Die Quellenlage ist da sehr gut. Ja, eine junge, kritische Frau. Und wir werden eben heute versuchen, mit ihrer Hilfe in dieses Leben der Sophie Scholl einzutauchen und dabei nicht nur zurück, sondern auch nach vorne schauen. Denn Sophie Scholls Geschichte spielt auch in unserer Gegenwart noch eine Rolle. Hier erstmal ein paar Eckdaten zu ihrem Leben, bevor sie die wieder Widerstandskämpferin wurde, die wir heute kennen. Sophie Scholl wird als viertes von sechs Kindern am 9. Mai 1921 im baden-württembergischen Forchtenberg geboren. Sie wächst behütet auf. Ihr Vater ist der Bürgermeister von Forchtenberg. 1930 ziehen die Scholls nach Ludwigsburg, zwei Jahre später nach Ulm. 1934 tritt Sophie Scholl in den Bund Deutscher Mädchen ein. Bald darauf wird sie Scharführerin.
Nach dem Abitur beginnt Sophie Scholl 1940 eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. Ihre anfängliche Begeisterung für die Nationalsozialisten ist längst verflogen. Nach dem Reichsarbeitsdienst beginnt Sophie 1942 ihr Biologie- und Philosophiestudium und folgt ihrem Bruder Hans nach München. Bereits im Sommer 1942 fasst Sophie Scholl den Entschluss, sich gegen die Diktatur Hitlers zu engagieren. Gemeinsam mit Hans gehört sie zum inneren Kreis der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Ja, am 9. Mai 1921 wurde Sophie Scholl geboren. Was war das damals für eine Zeit, in der dieses Mädchen hineingeboren wurde? Naja, die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war eigentlich eine Aufbruchszeit für die Deutschen. Man hat ja gedacht, jetzt wird alles wieder besser, jetzt wird es sozusagen neue Regeln geben, neue Gesetze, eine Republik, das Kaiserreich war vorbei. Auch gerade für Frauen und Mädchen war das ja eine Zeit, wo viele dachten, jetzt passiert was Neues, jetzt haben wir was zu sagen. Frauenwahlrecht war endlich verankert. Und auch die Eltern von Sophie waren der Meinung, dass es jetzt besser werden würde, die Zukunft. Mhm. Wir wissen, es kam dann ja alles ganz anders. Aber erstmal war das eine Zeit, die war geprägt durch Aufbruch, durch viel Literatur, Theater, Kultur boomte. In Forchtenberg, in dem kleinen Städtchen, in dem Sophie geboren wurde, war es vielleicht nicht ganz so aufbruchsmäßig, sondern eher traditioneller. Ulm. Man hat Schwäbisch gesprochen. Genau, der Vater war Bürgermeister. Der Vater war ja ein sehr strenger Mann auch. Sehr intellektuell, sehr gut gebildet. Mhm. Der auch seinen Kindern, glaube ich, viel mitgeben wollte. Und auch das Gefühl, dass sie sich also bilden sollten, dass sie viel lesen sollten. Natürlich gehörten auch Dinge dazu, wie Klavier spielen können und in der Schule gut sein. Und da waren seine Kinder auch alle ganz brav und haben sind dem väterlichen Diktat da gefolgt. Aber die Eltern wollten auch, dass ihre Kinder Freiheit spüren und dass sie auch sich eigene Gedanken machen und eigene Ideen für ihr Leben bekommen. Und das, was sie machen sollten, das sollten sie richtig machen, intensiv machen. Und so sind sie aufgewachsen. Also 5 Kinder in einem offenen, liberalen Elternhaus mit viel Bildung und Musik und Kultur. Wie war sie? Also bekannt sind die Aktivitäten ja mit ihrem Bruder Hans Scholl. Mhm. Und bevor sie als Widerstandskämpferin zur Weißen Rose kam, die ja berühmt geworden ist, wie war sie so als Teenager, als Mädchen? Also Sophie hat erstmal ein bisschen gebraucht, um diese Frauenrolle für sich anzunehmen. So erstmal in der Pubertät wurde sie so sehr buschikos. Sie hatte diese kurzen Haare auch getragen. Genau, sie hatte so einen ganz kessen Kurzhaarschnitt und sie wollte gar nicht so ein braves Mädchen sein. Also Zöpfe und brave Dinge tun, das war gar nicht ihre Sache. Sie war eher wild und auch sehr sportlich. Es war für sie unheimlich wichtig, glaube ich, ihren Körper zu spüren, sich in der Natur sozusagen zu erleben. Sie ist ja sehr gerne geschwommen und auch immer gerne da, wo die Strömung stark war. Sie hat sich gerne verausgabt. Mutig. Ja, und sie wollte auch gerne so ein bisschen, wie die Jungs das damals auch gemacht haben, auch sich so ein bisschen stellen. Mhm. Und dann kam natürlich die Hitler-Jugendzeit und da war sie dann auch eine sehr strenge Anführerin. Ja, sie war im Jungmädelsbund und wurde auch Burbmädle, habe ich gelesen. Burbmädle, also im Schwäbischen. Ja. Ein Mädchen, das aussieht wie ein Junge, weil sie eben dieses Burschikose so gepflegt hat. Also sie war anfangs durchaus angetan von dem, was ihr die Zeit geboten hat, also mit der HJ auch. Ne? Ja, die Scholl-Kinder sind eigentlich alle in diese Falle getappt, die Nazis ihnen da aufgestellt haben, nämlich Jugendliche zu suchen, die Verantwortung übernehmen. Denn die Nazis haben gesagt, wir brauchen euch für dieses neue Deutschland und ihr müsst euch um andere Jugendliche kümmern und die anleiten. Und die wurden alle, bis auf den jüngsten Sohn, wurden ja die Scholl-Geschwister alle auch Anführer bei der HJ. Mhm. Und Sophie war auch ein sehr engagiertes HJ-Mädchen, sehr zackig, bei der musste auch marschiert werden und gesungen werden. Und da ging es schon zur Sache. Und man musste auch zum Dienst kommen. Also wenn ein Mädchen mal nicht gekommen ist in ihre Gruppe, dann hat sie da jemanden hinterhergeschickt, um die zu holen. Mhm. Also ließ sie auch nicht locker. Sophie Scholl hatte auch einen Freund, Fritz Hartnagel, der bis zum Ende offenbar nichts von ihrem Leben als Widerstandskämpferin wusste. Diese Beziehung verrät einiges über Scholl und auch über die Weiße Rose, wie sie vorgegangen ist und wie entschlossen sie war. Die Mitglieder der Weißen Rose sind zum aktiven Widerstand gegen das NS-Regime entschlossen. Sie schreiben Parolen an Hauswände, entwerfen, vervielfältigen und verteilen Flugblätter gegen den Krieg und gegen Hitler. In ihren Briefen an Fritz Hartnagel erwähnt Sophie nichts von ihren illegalen Aktivitäten. Auf der Durchfahrt nach Russland hat er sich noch mal mit der Sophie getroffen
Und da hat ihn die Sophie gebeten, erstens um 1000 Mark. Sie hat gesagt, für einen guten Zweck. Sie darf es ihm jetzt nicht sagen, aber sie wird es ihm einmal sagen. Und dann hat sie ihm einen Bezugsschein für einen Vervielfältigungsapparat gegeben und ihn gebeten, darauf seinen Kompaniestempel zu machen, weil das konnte man ja nicht kaufen. Ja, und mein Mann hat nicht gewusst, was sie machen, aber dass sie etwas Illegales planen, dass sie so viel das mit dem Hans und dem zusammen macht, das wusste er natürlich auch nicht, aber dass sie so viel an irgendetwas Illegalem beteiligt ist, das hat er geahnt und hat zu ihr gesagt, weißt du, dass dich das Kopf und Kragen kosten kann? Dann hat sie gesagt, ja, darüber bin ich mir im Klaren. Im Wintersemester 1942-43 führen die Mitglieder der Weißen Rose ein gefährliches Doppelleben. Tagsüber gehen sie in ihre Vorlesungen, nachts drucken sie ihre Flugblätter. Sophie und Hans Scholl, Alexander Schmorell, Professor Kurt Huber, Willi Graf und Christoph Probst müssen jederzeit damit rechnen, erwischt oder denunziert zu werden. Bespitzelung und gegenseitiges Misstrauen prägen das Klima im Land. Es war sehr massiv. Und zwar war das selbst innerhalb der Familien. Ich meine, die Kinder waren zum Teil so fanatisiert. Sie können sich das vorstellen, die Büroangestellte meines Vaters, die war viele Jahre bei ihm im Büro. Die hat bei uns mit am Tisch gegessen. Mein Vater hat ihr Kleider zum Geburtstag, zu Weihnachten geschenkt. Und wie mein Vater zu ihr gesagt hat, Hitler ist eine Gottesgeißel, du wirst sehen, in 2 Jahren stehen die Russen in Berlin, ist sie zur Gestapo gelaufen und hat ihn angezeigt. Und der Gestapo, das war ein ehemaliger Kriminalbeamter, der hat zu ihr gesagt, sind Sie sich darüber im Klaren, dass Sie damit Ihren Chef ins Gefängnis bringen? Dann hat sie gesagt, ja, das weiß ich und das will ich. Eine Woche vor ihrer Hinrichtung schreibt Sophie Scholl ihren letzten Brief an Fritz Hartnagel. Gestern habe ich einen wunderbaren, blühenden Stock gekauft. Und ich wünschte nur, dass du kommst, bevor er verblüht ist. Die Antwort von Fritz Hartnagel hat sie nicht mehr erreicht. Sein Brief geht ungeöffnet zurück. Er trägt den Vermerk, Adressat verstorben. Das war aber gar nicht so. Fritz Hartnagel war gar nicht tot. Nach dem Krieg hat er Sophies Schwester Elisabeth, die Frau, die wir gerade im Film gesehen haben, geheiratet. Und Elisabeth Hartnagel ist 2020 verstorben. Dr. Maren Gottschalk ist ja heute bei uns. Sie sind tief eingetaucht in die Biografie von Sophie Scholl. Sie haben auch mit Elisabeth Hartnagel gesprochen, mit den Söhnen von Fritz Hartnagel. Die waren sich ja offenbar sehr nah, Sophie und Fritz. Warum hat sie ihm denn nichts erzählt von ihrem Widerstand? Ich denke, dass sie ihn auf der einen Seite schützen wollte, denn was hätte er mit diesem Wissen angefangen oder hätte er versucht, noch sie zu schützen? Er war ja nun mal Offizier, er war in der Wehrmacht, er hatte ja gar keine Chance, da rauszukommen. Mhm. Es hätte ihn sicherlich gefährdet. Und ich glaube auch, vielleicht hatte sie auch Angst, er würde versuchen, es ihr auszureden, weil er Angst um sie hatte. Und beides konnte sie nicht gebrauchen. Sie hat ja auch ihre Schwestern nicht eingeweiht. Das waren aus der Familie Scholl ja nur Hans und sie, die da im Widerstand waren. Und man hat versucht, eben so viele Menschen wie möglich wirklich zu schützen, indem die gar nichts wussten. Und die haben das sehr gut gemacht. Also Elisabeth war ja sogar zu Besuch bei den Scholls in der Zeit, als Flugblätter gedruckt wurden und hat nichts gemerkt. Also die waren schon da. Ja, war ja auch sehr klug eigentlich von den beiden. Sie haben es ja gerade schon erwähnt, zunächst waren ja Sophie und Hans noch angetan von der Idee des Nationalsozialismus, sind begeistert in der Hitlerjugend aktiv gewesen und schnell Scharführer geworden. Wann hat das angefangen zu kippen und warum? Also bei Sophie war das auf jeden Fall so ein Prozess. Das war aus meiner Sicht nicht so von einem Tag auf den anderen so ein Schalter, der umgelegt wurde, sondern sie hat gemerkt, dass ihre Freiheit immer mehr eingeschränkt wurde. Also zum Beispiel, sie hat so gerne französische und englische Literatur gelesen. Das war nicht mehr erlaubt. Sie hat moderne Kunst geliebt. Die wurde als entartet gebrandmarkt. Also man konnte gar nicht mehr offen sprechen, ja auch, außerhalb der Familie und des engsten Freundeskreises über das, was in Deutschland passiert ist. Das hat sie natürlich sehr eingeschränkt.
Der Krieg wurde vorbereitet, das fand sie ganz furchtbar. Sie war eine absolute Kriegsgegnerin. Und als letztes, glaube ich, kam dann noch dieser körperliche Zwang dazu, als sie in den Reichsarbeitsdienst gezwungen wurde. Das wollte sie auf keinen Fall. Das wollte sie auf gar keinen Fall. Sie hat ja sogar den Erzieherinnenberuf gelernt, nur um da nicht hinzumüssen. Und dann kam es eben so, dass sie dann gerade fertig war und musste dann doch in den Reichsarbeitsdienst. Und da hat dann, das liest man auch in ihren Tagebüchern, da schreibt sie auch so Sätze, dass sie alles ankotzt dort. Also sie findet es so furchtbar, in dieser Gemeinschaft hineingezwungen zu sein mit den Uniformen, dem Fahnenappell und diesen ganzen Geschichten. Und ich glaube, dann war klar, dass sie bereit war, was zu tun. Sich ideologisch abzuwenden oder gedanklich etwas nicht gut zu finden, ist ja nochmal was anderes, als aktiv zu werden. Ja. Wie kam es dazu? Ich denke, sie hat das natürlich nicht aufgeschrieben. Also das müssen wir uns so ein bisschen aus den Quellen heraussuchen. Mhm. Das wäre ja auch viel zu gefährlich gewesen. Es könnte sein, dass ein Impuls dadurch gekommen ist, dass die Scholls in ihrem Briefkasten eines Tages abgeschriebene Predigten des Bischofs von Galen gefunden haben. Jedenfalls erzählt Inge, dass Hans danach gesagt haben soll, man müsste einen Vervielfältigungsapparat haben. Also die Idee, dass man mit Worten gegen dieses Regime kämpfen kann, dass man Worte vervielfältigen muss, die war, glaube ich, da in diesem Winter 42 schon in den Köpfen. Und dann hat sie ja den Fritz auch schon gefragt um Geld und dann auch, ob er ihr einen Bezugsschein organisieren würde für einen Vervielfältigungsapparat. Das war noch bevor die Flugblätter überhaupt die ersten gedruckt, also fertig waren, hatte sie da ja auch schon, war sie schon aktiv geworden. Ja. Sophie und Hans Scholl sind berühmt geworden, es waren aber auch viele andere dabei. Und mit den Mitstreitern haben sie eben diese Flugblattaktionen organisiert, die eine große Sprengkraft haben und einige sogar das Leben kosten. Sie lernen jetzt den Zeitzeugen Walter Grein kennen. Er war damals hautnah dabei, als die Weiße Rose in München agierte, und seine Erinnerungen sind wirklich beeindruckend. Walter Grein war 17 Jahre alt, als er Zeuge des Nazi-Terrors während der November-Pogrome wurde. Damals entschied er, sich vom herrschenden Nazi-System abzuwenden. Mit seiner Ehefrau kehrt er zurück an den Ort seines Studiums in der Ludwig-Maximilian-Universität München. Dort studierte er Medizin. In seinem direkten Umfeld damals Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Die Universität war der Ort, an dem die Geschwister Scholl und ihre Freunde zwischen 1942 und 1943 mit Flugblättern zum Widerstand gegen das Regime aufriefen. Im Lichthof der Universität zeigt die Denkstätte Weiße Rose Stiftung eine Dauerausstellung über das Wirken der Gruppe. Das sind Christoph Probst, Alexander Schmorell, Sophie Scholl, Hans Scholl, Professor Kurt Huber und Willi Graf. Sind alle hingerichtet worden. Ja. Ja. Vielleicht bin ich da dabei. Die Münchner Studentenkompanie Bergmann-Schule beim Hell. Ja, da war ich. Genau. Da war ich. Medizinstudenten wurden damals Studentenkompanien zugeteilt. Auch einige Mitglieder der Weißen Rose mussten Sanitätsdienste an der Front leisten. Schmarell mit der Pfeife, genau. Der Protest der Studenten bei einer Rede des Münchner Gauleiters ließ die Mitglieder der Weißen Rose hoffen, dass der Widerstand sich ausweiten könnte. Wir haben ja alle gehofft, dass der Krieg verloren geht. Das wäre furchtbar geworden, wenn wir den Krieg gewonnen hätten. Man hatte natürlich die Hoffnung, aber das Im Grund hätte man wissen müssen, dass es nicht funktioniert, weil die Bevölkerung nicht mitmacht. Da hätte die ganze Bevölkerung aufstehen müssen. Aber das waren eben nur die Geschwister Scholl. Ich kannte ja beide. Am 18. Februar 1943 verteilten sie ihr letztes Flugblatt und wurden entdeckt. Dann wurden sie verhaftet.
dann, wir mussten ja beim Prozess dabei sein. Ich sehe mich noch in diesem großen Gefängnisraum, wo die Verhandlung war gegen sie, wo sie zu Tod verurteilt wurden. Da saß sie und während des Verhörs hat sie eine Zigarette geraucht. Und da hat der oberste Richter geschrien: Machen Sie sofort Ihre Zigarette auf, eine deutsche Frau raucht nicht. Ja, musste sie ihre Zigarette aufmachen. Und dann war die Verhandlung, so wurden sie beide zum Tod durch Schafott verurteilt. Sie waren zwei unglaublich tapfere Menschen. Was die meisten nicht wissen, wie die Geschwister Scholli zur Hinrichtung kamen, waren sie ja erst im Vorraum. Und sie ist dann abgeholt als Erste. Und da hat er sie in den Arm genommen und hat gesagt: In einer halben Stunde sehen wir uns wieder in der anderen Welt. Sie ist dann geköpft worden und da kam er hin, ist geköpft worden. Und die waren überzeugt, sie sehen sich dann. Sie leben weiter, sind in der anderen Welt und sehen sich. Und das weiß ich da, weil das einer der Wärter, der sie da geführt hat, hat es erzählt. Ich habe immer noch tiefes Weh in mir, einen tiefen Schmerz, dass so tapfere Menschen so enden mussten. Das hat uns allen, die dagegen waren, gegen das Dritte Reich, allen sehr wehgetan hat. Ja, es ist eine traurige Geschichte, die Geschichte von Hans und Sophie Scholl, aber auch eine Geschichte voller Energie. Diese weiße Rose, das war ja was ganz Konzentriertes. Was wollten die eigentlich? Also die Gruppe wollte auf jeden Fall die Menschen aufrütteln mit ihren Texten. Diese Texte von der Weißen Rose, die richten sich ja direkt an die Leser und die sprechen sie an und die machen ihnen klar, es kann doch so nicht weitergehen, ihr müsst euch dagegen stellen, schaut mal, was hier passiert. Die sind sehr aufrüttelnde, emotionale Texte. Vielleicht die ersten vier sind auch noch sehr theoretisch, da kommen nämlich viele Zitate vor von großen Denkern und Dichtern, aber dann das fünfte und sechste Flugblatt, die sind auch so ganz direkt an die Menschen gerichtet und bitten sie darum, auch die Flugblätter zu verteilen, also auch weiter abzuschreiben, weiterzugeben und eben dieses System zu stoppen, zu sabotieren. Also darum geht es erstmal. Sie haben ja gerade schon berichtet von den geheimen Organisationen, weil man musste ja drucken, das war ja alles nicht so einfach. Ja. Wie sind die vorgegangen? Also die ersten vier Flugblätter wurden ja von Hans und Alexander Schmorell im Keller des Hauses Schmorell hergestellt mit einem Vervielfältigungsapparat. Das war sehr aufwendig. Die haben auch nur 100 Stück pro Flugblatt hergestellt. Die mussten auf so eine Matrize getippt werden und dann mussten die ganz kompliziert abgezogen werden und dann in Briefumschläge gesteckt und dann mit Schreibmaschine natürlich auch die Adressen drauf getippt an Multiplikatoren. Also sie haben sie an fremde Menschen geschickt. Per Post. Per Post, genau. Mhm. Und die Adressen hatten sich aus Telefonbüchern herausgesucht und zu Adressen von, ja, Menschen, von denen sie glaubten, sie würden vielleicht auf ihrer Seite stehen. Also was weiß ich, Ärzte, Pfarrer, Intellektuelle, Dichter, Schriftsteller, Professoren, auch Gastwirte, weil das sind ja oft dann auch so Orte, wo viele Menschen zusammenkommen. Und war das so? Sie hatten sich ja auch vor allem, da waren es ja im 1943, gab es studentische Unruhen in München, vor allem danach hatten sie ja gehofft auf mehr Unterstützung. War das so? Ja, leider war das nicht so. Also dieser Tumult an der Universität zur 470-Jahr-Feier, der war zwar da und da haben auch die Studentinnen, vor allem weil sie ja so verhöhnt wurden von dem Sprecher dort, von dem Gestapo, von dem Nazi-Chef dort, die haben sich da schon empört und da gab es auch ein bisschen Aufruhr. Aber letztlich wurde dann ja die Weiße Rose sehr schnell danach gefasst und verhaftet und hingerichtet und es gab keinen Aufruhr an der Universität mehr danach. Mhm. Also insofern war das ein Fehler zu glauben, die Stimmung ist jetzt soweit, jetzt schaffen wir es. Ja.
Dann ging das alles ganz schnell. Warum hat dieser Prozess und die Hinrichtung so schnell stattgefunden? 4 Tage nach der Verhaftung wurden sie schon hingerichtet. Ja. Ich glaube, dass die Nazis sich tatsächlich bedroht fühlten durch diese Flugblätter. Und dazu muss man vielleicht noch bedenken, dass die Weiße Rose ja sehr clever das fünfte Flugblatt in verschiedenen Städten verschickt hat. Mhm. Sodass die Gestapo gedacht hat, oh, diese Gruppe, die erst nur in München war, die gibt es jetzt auf einmal in Frankfurt und in Stuttgart und in Hamburg. Wien und in anderen Städten. Mhm. Und da hat man, glaube ich, gedacht, da müssen wir so schnell einschreiten. Und dann wollte man auch keine Märtyrer schaffen. Also dann haben sie, glaube ich, auch gedacht, je schneller wir die ermorden, desto weniger besteht die Chance, dass sich da noch in der Bevölkerung irgendwie Mitleid, irgendwelche Gefühle noch weiter ausbreiten. Mhm. Und 100 Tage Gnadenfrist gibt es eigentlich nach einem Todesurteil. Aber um solche Regeln haben sich die Nazis natürlich gar nicht mehr gekümmert. Und auch die Eltern von Hans und Sophie Scholl sind wirklich nur ganz knapp nach München überhaupt gekommen. Die wurden ja nicht mal richtig informiert, Nee, die wurden von den Nazis gar nicht informiert. Ein Freund hat denen Bescheid gesagt. Die sind dann, haben an einem Sonntag sozusagen vor der Verurteilung, vor dem Prozess und der Hinrichtung, haben die das erst erfahren. Hm. Sind dann morgens noch nach München gefahren, waren ja sogar im Prozess am Anfang noch drin, konnten sich da sozusagen reinschmuggeln. Keiner weiß, wie sie da reingekommen sind. Genau, aber man hat es dann gemerkt, weil nämlich der Robert Scholl dann protestierend aufgestanden ist, als er merkte, wie der Richter eben seine Kinder und den Christoph Probst, der ja auch mit im Prozess angeklagt war, verhöhnt und beleidigt und demütigt. Ja. Und dann hat man die Eltern rausgeschickt. Ja, das war also es war alles sehr überstürzt. Und das zeigt, dass sich das System tatsächlich in Gefahr fühlte dadurch oder zumindest bedroht fühlte. Sophie Scholl ist berühmt geworden mit ihrem Bruder Hans, mit der Weißen Rose. Es gab aber einige Widerstandsgruppen und Widerständler. Warum ist gerade Sophie Scholl so prominent in Erinnerung geblieben? Ja, da gibt es, glaube ich, verschiedene Gründe dafür. Das eine ist, dass die Inge Scholl, die große Schwester von den beiden, ja sehr früh das Buch geschrieben hat, Die Weiße Rose. Anfang der 50er Jahre. Ja, und in diesem Buch auch den Fokus sehr auf ihre Geschwister gerichtet hat. Also da wurden die schon mal sehr bekannt. Es musste ja erstmal ein Buch über sie geben. Und dann war ja die Weiße Rose, die waren so jung, die waren so unschuldig. Also die haben so diese Aura der Unschuld. Auch dieses Geschwisterpaar, ne? Ja, das Geschwisterpaar, aber dann Willi Graf und Schmorell und Christoph Probst, Professor Huber, die waren ja nun auch dabei. Die anderen Studenten waren ja auch so jung. Und es waren noch keine Erwachsenen, die, sag ich mal, Blut an den Händen hatten. Es waren noch keine, die in dem System eine Funktion gehabt haben, wo man hätte sagen können, guck mal, da habt ihr aber auch schon mitgemacht oder was Falsches gemacht. Ja. Insofern umgibt sie diese Aura der Unschuld. Und sie haben natürlich mit ihren Texten auch so humanistisch, religiös, christlich, menschlich argumentiert. Ja. Ein Ton getroffen, der einfach angekommen ist. Ne? Mhm. Nur um zwei noch zu nennen, die damals auch aktiv waren, der Kreisauer Kreis oder die Männer des 20. Juli. Und es gibt auch noch einige andere Frauen, die sich zur Zeit des Nationalsozialismus im Widerstand engagiert haben. Cato Bontjes van Beek zum Beispiel. Es ist der 5. August 1943. Die 22-jährige Cato Bontjes van Beek sitzt im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee und schreibt einen Abschiedsbrief an ihre Mutter. Nur wenige Stunden vor ihrer Hinrichtung durch das Fallbeil. Meine liebe, liebe Mama, ich habe geglaubt, ich könnte dir diesen Brief als Geburtstagsbrief schreiben. Und nun wird es der allerletzte an dich sein. Ich werde nur noch ein paar Stunden unter den Lebenden sein. Die Ruhe, die ich mir immer für diese letzten Stunden gewünscht habe, ist nun auch wirklich bei mir und sie gibt mir viel Kraft. Schade, dass ich nichts auf dieser Welt lasse, als nur die Erinnerung an mich. Das Gymnasium in Achim trägt nicht nur den Namen der jungen Widerstandskämpferin. Schulleitung und Schüler haben auch ein ganzes Archiv über das Leben von Cato Bontjes van Beek zusammengestellt. Die 18-jährige Annika Röse liest aus ihrem Abschiedsbrief. Die Menschen sind alle lieb und gut. Das weiß ich und daran glaube ich. Der Journalist Hermann Finke bemüht sich seit vielen Jahren, die Erinnerung an Cato lebendig zu halten. Er ist ein Freund der Familie Bontjes van Beek und Biograf der jungen Widerstandskämpferin aus Fischerhude. In der Kirche ist sie die einzige Frau, die im Totenbuch verzeichnet ist. Und es gibt noch etwas Ungewöhnliches. Das Besondere an diesem Eintrag ist,
dass die Bezeichnung Cateau Bontjes van Beek sei am 5. August 1943 gestorben, dass das geändert worden ist, und zwar von ihrem Bruder. Ihr Bruder hat geschrieben, ermordet. Die Familie lebte in der Bredenau in Fischerhude. Ein offenes Haus, würde man heute sagen. Die Eltern, Künstler, Maler und Tänzer. Die Kindheit von Cateau, Tim und Mietje, herrlich. Und ein großer wilder Garten, offen für Träume und Spiele. Das elterliche Haus war ein Haus, es war ein Treffpunkt von Malern, Musikern, Lebenskünstlern. Und diesen offenen Geist haben die Kinder gleich alle mitgenommen, glaube ich. Alle drei und Cateau ganz besonders. So entwickelte sie früh einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, der ihr das Leben schwer machte, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Ihr redet alle nur, aber keiner tut etwas. Nachdem Cateau 1940 nach Berlin gezogen war, schloss sie sich der Widerstandsgruppe Rote Kapelle an. Als sie erfuhr, die machen was, war das fast wie eine Erlösung für sie, weil sie dieses Reden und dieses Kritisieren und sich aufregen über das NS-Regime, über die Verbrechen, über das, was so gewissermaßen jeden Tag auf sie zukam, hörte auf. Sie konnte was tun. Und insofern, alle Versuche, sie da auch später wieder herauszuziehen, die waren vergebens, weil sie wollte etwas machen. Sie entwarf und verteilte im Geheimen Flugblätter, die zum Protest aufriefen. 1942 gelang es der Gestapo, die Mitglieder der Roten Kapelle zu identifizieren. Cateau Bontjes van Beek starb durch das Fallbeil am 5. August 1943. Nur leben will ich, leben, leben. Das ist mein Wunsch. Ja, die Biografie von Cateau Bontjes van Beek, die erinnert ja an die von Sophie. Also auch gerechtigkeitsliebend, so ein offenes Haus, künstlerisch interessiert. Wie ungewöhnlich war das damals für junge Frauen? Das war schon ungewöhnlich. Also das waren schon besonders freie Menschen im Geiste. Und ich glaube auch ähnlich war es bei Sophie auch, was die Kindheit betraf. So diese Naturliebe, dieses freie Spiel. Und ich glaube, dass solche Menschen sich dann vielleicht auch später schwerer damit getan haben, sich so einengen zu lassen. Auch diese Liebe zu Kunst, zu Kultur, das war ja bei den Scholls alles ganz genauso. Ja. Es gibt ja noch mehr Frauen, die sich engagiert haben. Zwei haben wir jetzt im Film praktisch kennengelernt. Warum ist von den anderen so deutlich weniger bekannt? Ich glaube, dass die Geschichtswissenschaft da auch ein bisschen was versäumt hat nach dem Krieg, als man anfing, sich mit dem Widerstand zu beschäftigen, richtig nachzufragen. Weil Frauen galten oft nur als Unterstützerinnen ihrer Männer. Also wie jetzt auch die Anne-Dore Leber zum Beispiel. Der Mann gilt als Widerstandskämpfer und sie galt dann als Unterstützerin. Aber wer einen Widerstandskämpfer unterstützt hat und auch heimlich Texte von A nach B getragen hat oder Kontakte geknüpft hat, ist auch ein Widerstandskämpfer oder Widerstandskämpferin. Also da waren die Frauen, glaube ich, zu wenig im Fokus, zu spät auch. Und viele Frauen haben auch von sich selber gar nicht gesagt, dass das jetzt was Großartiges war, was sie gemacht haben. Also wir haben viele Quellen, wo die Frauen sagen, wieso, ich habe doch einfach nur das getan, was menschlich ist. Also sie haben sich selber auch gar nicht so als so was Besonderes gesehen. Und da ist noch einiges aufzuarbeiten. Ja. Anne-Dore Leber haben Sie schon erwähnt, die Frau von Julius Leber, SPD-Politiker, der auch inhaftiert wurde. Sie hat ihn tatsächlich wieder rausgekämpft, aber er wurde dann nochmal inhaftiert und auch hingerichtet. Und sie hat aber danach viel dafür getan, dass das alles nicht vergessen wird. Ja, genau. Und Margarete Rothe müsste man auch noch erwähnen. Wofür steht die? Ja, sie hat in Hamburg zu diesem Kreis gehört, den wir so ein bisschen als Hamburger Zweig der Weißen Rose bezeichnen können, weil dort eine Gruppe junger Studentinnen und Studenten auch versucht hat, Flugblätter, die sie aus München bekommen haben, über Traute Lafrenz, die Freundin von Hans und Sophie war, auch weiter zu verbreiten und auch dafür verhaftet worden sind, deportiert worden sind, also ins KZ gebracht worden sind. Oder Margarete Rutter ist, glaube ich, im Krankenhaus sogar gestorben, aber durch die schlechte Behandlung, durch die lange Reise in ungeheizten Waggons, also wirklich auch ganz, ganz elendig gestorben. Ja. War ja auch eine Leistung, da waren ja die Verhältnisse ganz anders als heute, bundesweit, also in verschiedene Städte, das weiter zu transportieren und zu organisieren. Ja. Die Erinnerung, die ist wichtig und so ein Andenken will auch geschützt werden. In letzter Zeit tauchen immer wieder mal Statements auf von Menschen, die sich zum Beispiel mit Sophie Scholl vergleichen und die heutige Politik als Diktatur darstellen.
Und wer sich fühlt wie in einer Diktatur, der sieht sich offenbar auch sehr schnell als Widerstandskämpfer oder Kämpferin. Gegen die Kanzlerin, gegen Virologen, so wie Jana aus Kassel. Ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin. Ich bin 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scholl, bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel. Doch was steckt hinter diesem Auftritt? Warum ist eine junge Frau? Warum sind die Teilnehmer der Demo überzeugt, unterdrückt zu sein? Wie kommt Jana dazu, sich in eine Reihe mit der Widerstandskämpferin Sophie Scholl zu stellen, die von den Nazis ermordet wurde? Dahinter steht, so die österreichische Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel, keine neue, aber eine sehr effektive Strategie der rechten Szene. Hier wird der Versuch unternommen, sich in eine Opfer- und in eine Widerstandsgeschichte einzuschreiben, weil man mit dem Nationalsozialismus nichts mehr zu tun haben will. Also die extreme Rechte möchte das nicht, dem möchte man sich entledigen. Und das geht am besten, indem man selbst gar nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun hat, sondern sogar mit der Gegenseite. Und das heißt umgekehrt, die anderen sind die Nazis. Und die anderen, das sind dann die Linken und die Frau Merkel und das Establishment und wer nicht alles. Und das ist natürlich eine komplette Verkehrung der historischen Tatsachen. Und so demonstrieren Menschen gegen Corona-Maßnahmen, als würden sie gegen den Nationalsozialismus kämpfen, nutzen dabei ohne Bedenken Nazi-Begriffe wie Ermächtigungsgesetz und beklagen menschenverachtenden Wahnsinn. Ist das alles nur reine Provokation? Es gibt schon die Leute, die da auch aus Kalkül Sachen abwägen und absichtlich überspitzen. Aber ganz viele glauben das einfach. Und deswegen sind die auch so ganz auf Anschlag in ihren Emotionen. Aber das ist auch der Kern des Rechtsextremismus und vor allem auch von faschistischen Bewegungen. Es ist immer dieser Todeskult und immer diese Angstlust am Untergang. Viele Demonstranten sind also offenbar getrieben von Angst, gezielt forciert durch verschiedene rechte Gruppierungen. Doch wie absurd es ist, was sie behaupten, wie absurd die Benutzung von Nazi-Vokabular, bringt die Kabarettistin Sarah Bossetti in einem YouTube-Video auf den Punkt. Leute nennen das Infektionsschutzgesetz Ermächtigungsgesetz. Ich habe das selbst noch nicht ausprobiert, aber es scheint richtig gut zu tun. Vielleicht wollt ihr das ja auch mal versuchen. Wenn ihr Überstunden machen müsst, einfach mal sagen, das ist ja wie im KZ hier. Was da für ein Ballast abfallen muss. Doch trotz Nazi-Vergleichen, trotz Demokratiefeindlichkeit, die freie Meinungsäußerung ist in Deutschland ein wichtiges Gut. Das gilt auch für die Querdenker-Demonstrationen. Aber Natascha Strobel und Sarah Bossetti machen eines sehr deutlich. Wir können die also nicht ignorieren. Und das Einzige, was uns bleibt, ist klarzustellen, dass das, was da passiert, speziell diese Vergleiche, untolerierbar sind. Wir kommen euch auch nicht entgegen, wir debattieren das nicht, wir machen nicht die Diskussion auf, ist es nicht doch ein bisschen wie Sophie Scholl oder nicht. Fertig, das ist gesellschaftlich nicht akzeptabel. Dr. Maren Gottschalk ist heute bei uns und wir sprechen über Sophie Scholl. Sie sind Historikerin, Sie kennen die deutsche Geschichte sehr genau. Was sagen Sie zu solchen Vereinnahmungen? Ja, ich finde das völlig falsch, völlig unhistorisch. Also wer wirklich behauptet, er würde sich hier in unserem Land wie Sophie Scholl fühlen, hat überhaupt keine Ahnung davon, wie es Sophie Scholl ergangen ist. Auch nicht von der Zeit des Nationalsozialismus. Also es spricht für mich für eine wirklich viel zu geringe Bildung, was die Geschichte betrifft. Aber es spricht für mich auch für eine zu geringe Herzensbildung, weil ich finde das auch so herzlos, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin aktiv im Widerstand seit Wochen und Monaten, fühle mich wie Sophie Scholl. Ja. Wenn man sich mal überlegt, was Sophie Scholl durchgemacht hat, wie schwierig das war, damals Widerstand zu üben, dann ist das einfach ein Vergleich, der einfach vorne und hinten überhaupt gar nicht passt. Nicht zuletzt wurde sie hingerichtet. Sie wurde hingerichtet, ja. Und Sie haben sich ja sehr eingearbeitet in Sophies Denke, in ihre Art zu sein und wissen sehr, sehr viel über sie. Wenn wir sie jetzt heute einfach mal ins Hier und Jetzt beamen, die Sophie Scholl, mit Anfang 20, was würde sie sagen zu der Zeit, in der wir jetzt leben in Deutschland? Ich glaube, sie würde uns beneiden darum, dass wir in einem Land leben, in dem wir unsere Meinung äußern dürfen, in dem es Parteien gibt, in dem so viele demokratische Strukturen so tief verankert sind. Das wäre ja genau das, was sie gewollt hätte. Und dann auch noch vernetzt mit Europa. Also das war eigentlich ein Idealzustand. Natürlich ist nicht alles gut und sie würde sicherlich auch Dinge kritisch sehen in unserem Land.
Aber grundsätzlich würde ich sagen, ihr seid auf der Insel der Seligen in so einer Demokratie, meiner Meinung nach. Ja, Sophie Scholl hat in München gelebt und studiert und von dort aus gemeinsam mit ihren Mitstreitern den Widerstand organisiert. An der Ludwig-Maximilians-Universität, genau dort, wo sie 1943 verhaftet wurde, gibt es heute eine sogenannte Denkstätte der Weiße-Rose-Stiftung. Es sind vor allem Sophie Scholls Mut und ihre Zivilcourage, die Hildegard Kronawitter faszinieren. Ein Gefühl, das die Vorsitzende der Weiße-Rose-Stiftung mit vielen Menschen teilt. Sophie Scholl beeindruckt bis heute, weil sie für Freiheit eingetreten ist, für die Freiheit des Geistes, des Wortes, gegen Unterdrückung, gegen diesen Krieg, der menschenmordend war auf allen Seiten. Sie gehörte keiner politischen Gruppierung an, sondern es war ein Widerstand, der aus gutem Grund bezeichnet wird als Aufstand des Gewissens. In der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität ist 1997 ein Erinnerungsort entstanden. Die Denkstätte Weiße Rose. Sie zeigt die Geschichte des studentischen Widerstands gegen die Nazis. Rund 50.000 Interessierte besuchen jährlich die kostenlose Dauerausstellung, kommen aus der ganzen Welt hierher. Wenn wir auch aus dem Ausland her Besucherinnen und Besucher haben oder Anfragen haben online, dann ist das eine Bestätigung, dass wir mithelfen können an den Widerstand, den es ja auch gegeben hat im Nationalsozialismus, zu erinnern. Und damit vielleicht auch das Deutschlandbild ein bisschen vielfältiger machen zu können und in der heutigen Zeit Impulse zu geben für Zivilcourage, für Toleranz, für Menschenfreundlichkeit. Denn genau dafür stand auch Sophie Scholl. Hier im Lichthof der Universität wurde ihr Widerstand am 18. Februar 1943 jäh gestoppt. Von den heutigen Ausstellungsräumen nur wenige Meter entfernt. Es ist ein authentischer Ort, der mich erinnert, dass Sophie Scholl von der Brüstung hier oben Flugblätter in den Raum geworfen hat, dass die Verhaftung hier stattgefunden hat. Also die Geschichte der Weißen Rose knüpft an diesen Raum und der Raum ermöglicht, die Erinnerung besser weiterzutragen. Diese Erinnerung ist auch draußen vor dem Lichthof zu spüren und zu sehen. Kunstwerke als Mahnung, nie zu vergessen, wie wertvoll Freiheit und Demokratie sind. Die Geschichte des Widerstands der Weißen Rose erzählt uns sehr, sehr viel über die damalige Diktatur. Wir verstehen dann heute auch Unterdrückung und Repression besser, die ja stattfindet in vielen Ländern dieser Erde. Und wir setzen uns damit auseinander, was braucht es an Mut, an Klarsicht, um Stellung zu beziehen, auch wenn der Mainstream in eine andere Richtung läuft. Sophie Scholl, bis heute Namensgeberin unzähliger Schulen, Straßen und Wege in ganz Deutschland. Auch die Weiße Rose und ihr Bruder Hans sind unvergessen. Sogar im Ausland, wie hier in Paris zum Beispiel. Wenn öffentliche Orte nach Mitgliedern der Weiße Rose benannt sind, dann ist das immer auch ein Anstoß für Menschen, sich zu überlegen, warum hat dieser Ort, diese Straße, dieser Weg diesen Namen und nach den Namensgebern zu forschen. Und das ist ideal, denn damit ist in der Breite ein Anstoß gegeben, ja, nachzuschauen, zu lernen, zu wissen. Hildegard Kronawitter wird auch in Zukunft alles dafür tun, das Vermächtnis von Sophie Scholl und der Weißen Rose zu bewahren und deren Geschichte lebendig zu machen. Das hat auch Maren Gottschalk getan, indem sie zwei Bücher geschrieben haben über Sophie Scholl. An der Uni München ist man ja wirklich am Ort des Geschehens fast originalgetreu erhalten. Das ist was Besonderes. Was bringt es uns Menschen im Hier und Heute, einen Ort zu besuchen, an dem Geschichte geschrieben wurde?
Also ich finde, das sind magische Orte. Also gerade der Lichthof von der Universität München, der sieht ja auch noch genauso aus wie damals. Und wenn man da die Treppen rauf und runter läuft, also ich finde, sich vorzustellen, hier genau ist das gewesen, das hilft einem bei der Fantasie, sich das vorzustellen, und es schafft so eine Nähe im Alltag. Also ich finde es doch toll, dass die Studenten da jeden Tag durchgehen. Sie werden vielleicht nicht immer darüber nachdenken, aber es wird ihnen immer wieder einfallen, was dort eigentlich passiert ist. Gerade auch in der Großaufnahme gesehen von dem obersten, von der obersten Brüstung sind die Blätter runtergeflattert. Genau. Also das ist schon, das ist gut, dass es solche Orte gibt, die uns dabei helfen, diese Erinnerungen nicht zu vergessen. Da gibt es ja in München auch noch einige andere Orte, wie der Platz davor oder die Wohnung, wo die beiden gewohnt haben. Das Friedhof, das Grab ist ja auch dort. Welche Rolle die Leben ja tatsächlich zum Teil noch spielen, Zeitzeugen? Also ich finde Zeitzeugen sehr, sehr wichtig. Ich freue mich immer, wenn ich Zeitzeugen sprechen kann. Jetzt gerade für dieses neue Buch habe ich ja eine Schulfreundin von Sophie in Amerika ausfindig gemacht, Anne Dorzbeck. Eine von den jüdischen Mitschülerinnen von Sophie, wo es immer hieß, sie war empört darüber, dass sie bei der HJ nicht mitmachen durften. Und ich war mir nicht immer so ganz sicher, ob das eigentlich stimmt, diese Geschichte. Aber Anne Dorzbeck hat mir das ganz, ganz toll erzählt, dass Sophie wirklich sauer war darüber und dann gesagt hat, dann machen wir eben unseren eigenen Club. Und dann haben sie sich so eigene Mützchen gehäkelt, um dann zusammen in die Schule zu gehen. Das wurde ihnen natürlich sofort verboten. Aber solche Menschen, die Anne Dorzbeck hat mir so viel über Sophie erzählt, auch zum Beispiel hat sie gesagt, die sah immer so angezogen aus, als ob sie sagen wollte, es ist mir nicht wichtig, wie ich aussehe. Also ne, das sind so Kleinigkeiten, die findet man nicht in Büchern. Also die müssen einem Menschen erzählen und die müssen wir aufschreiben und bewahren. Ja, und die machen dann eine Figur auch lebendig, wenn man sie sich dann vorstellt. Es war halt eine junge Frau, ne, die sich besonders gekleidet hat und eine besondere Frisur hatte. Es ist immer die Frage, wie erinnert man? Wie hält man Erinnerungen wach? Es gibt ja diese Aktion Stolpersteine, die kennen bestimmt viele von Ihnen auch, weil es das in vielen deutschen Städten gibt. Da wurden kleine Metallgedenktafeln in den Boden eingelassen, und zwar vor Häusern, wo eben Menschen gelebt haben, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Was sagen Sie zu so einer Art von Erinnerung? Ich finde das sehr schön. Ich mag diese Stolpersteine sehr gern. Die Stadt München hat sich ja zum Beispiel dagegen entschieden. Da gibt es die dann nicht. Da gibt es dann so Stelen vor den Häusern. Aber ich finde die sehr schön. Und es ist auch so, glaube ich, im Alltag. Natürlich geht man öfters auch darüber hinweg. Und dann immer wieder gibt es einen Moment, auch in einer anderen Stadt vielleicht, dass man denkt, wer hat denn hier gewohnt? Und ich lese das jetzt mal. Oder es gibt auch so Projekte, wo dann teilweise soll man dann später mit einem mit so einem QR-Code gucken, die Geschichte noch lesen können, dieser Person dahinter. Ich finde das wichtig, dass wir diese Menschen und diese Erinnerungen in unseren Alltag hineinholen und nicht alles nur in einem Museum lassen, sondern versuchen wirklich auch mit den Straßennamen, wie es gerade hieß, immer wieder diese Menschen in unser Leben hineinzuholen und sie nicht zu vergessen. Es kommt halt dann so plötzlich, ne? Man läuft so drüber. Gunter Demnig heißt der Künstler, der die Stolpersteine ins Leben gerufen hat. Erinnerung an die Hitlerzeit ist für uns Deutsche ja oft mit Schuldgefühlen verbunden. Mhm. Und da gibt es viele, die sagen, irgendwann muss doch auch mal Schluss sein mit Schuldgefühlen. Mhm. Was sagen Sie dazu? Also ich würde ja eher sagen, das sind Schamgefühle, die ich habe, vielleicht mehr noch als Schuld. Also wenn ich bestimmte Ausstellungen oder Denkmale mir anschaue, dann fühle ich sehr viel Scham darüber, dass Menschen anderen Menschen angetan haben, auch Menschen aus meinem Land, vielleicht auch Verwandte von mir, je nachdem. Und mit der Schuld würde ich sagen, natürlich sind wir nicht aktiv schuld daran, was da passiert ist. Aber wir sind schuld daran, was in unserem Land passieren wird. Also ich meine, wir haben die Verantwortung für die Zukunft dieses Landes. Mhm. Und deswegen müssen wir die Erinnerung an das, was da passiert ist in der Nazizeit, so gut bewahren, so gut kennen auch, damit wir verhindern können, dass solche Dinge wieder passieren oder ähnliche Dinge passieren. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass wir nicht aufhören damit, uns damit zu beschäftigen und uns diese Geschichte immer wieder vor Augen zu führen. Das ist unsere Verantwortung. Und die AfD hat ja zum Beispiel das Holocaust-Mahnmal als Schande bezeichnet. Das heißt, es wird grundsätzlich immer wichtig sein, das aufrechtzuerhalten. Sie meinen, das wird auch nie aufhören können. Ich glaube nicht, dass es mal irgendwann eine Zeit gibt, wo man sagen kann, der Holocaust ist jetzt nicht mehr wichtig. Ich finde es ganz wichtig, auch gerade dieses Denkmal den Menschen diesen Platz zu geben, mitten in der Hauptstadt, mit dieser wahnsinnigen Gedenkstätte da sozusagen underground. Ich finde das sehr beeindruckend und wichtig. Und ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass man jemals sagen würde, das brauchen wir nicht mehr. Weil das ist so unfassbar, was da passiert ist. Diese Erinnerung, die darf
meiner Meinung nach überhaupt niemals aus unseren Köpfen gelöscht werden. Und sie wird ja immer schwieriger, je länger es her ist. Jetzt sind ja noch Zeitzeugen da. Mhm. Also wird man immer andere Methoden und Mittel finden müssen, das wach zu halten. Es gäbe noch so viel zu erzählen. Und Sie können aber auch gerne auch weiter lesen. Auf unserer Homepage zum Beispiel finden Sie das letzte Flugblatt, das nach der Hinrichtung der Scholls von britischen Fliegern über Deutschland noch mal abgeworfen wurde. Und Sie erfahren auch mehr über die anderen Mitglieder der Weißen Rose. Das waren ja einige. Und auch über andere Widerstandskämpfer dieser Zeit. Aber auch über die Zeit allgemein. Zum Beispiel, wie haben Kinder den Nationalsozialismus und den Krieg erlebt? Das alles und mehr unter planet-wissen.de. Wir haben es vorher schon im Film gesehen. Viele Einrichtungen, auch viele Schulen, tragen den Namen Sophie Scholl. Ganz bewusst, als permanente Erinnerung. Und Schülerinnen und Schüler in Deutschland beschäftigen sich mit der Geschichte der Weißen Rose, vor allem mit der Geschichte auch von Sophie Scholl. Hans Scholl, Medizinstudent und Kopf der Widerstandsgruppe, hat die meisten Flugblätter verfasst. Aufruf an alle Deutsche. Hitler kann den Krieg nicht gewinnen, nur noch verlängern. Mich beeindruckt an den Geschwister Scholl besonders, dass sie sich gegen so ein übermächtiges Regime, was komplett Deutschland und einen noch größeren Raum kontrolliert hat, mit einer so kleinen Gruppe von wenigen Leuten versucht haben zu widersetzen. Die waren ja auch im Bund Deutscher Mädel und in der Hitlerjugend, und sich sozusagen dagegen zu stellen, das ist ein sehr großer und sehr starker Schritt. Seit 1942 arbeitet die Weiße Rose im Untergrund. Heimlich gedruckte Flugblätter werden tausendfach in Umlauf gebracht. Besonders engagiert und mutig Sophie Scholl, die jüngere Schwester von Hans und dessen Freund Christoph Probst. Dass man sich gegen etwas auflehnt, was einem nicht passt oder was halt einfach allgemein falsch ist, allein vom menschlichen Verstand, wenn wir jetzt die Zeit beobachten, dass man sich gegen sowas auflehnt, das zeigt für mich innere Stärke. Und vor allem, dass sie für das, wofür sie gelebt haben, für ihre Vorstellungen, für ihre Ideen von Freiheit, von ja, generell ihrem Verständnis der Welt, dass sie dafür ja, bis in den Tod gegangen sind. Hochverrat lautet die Anklage. Der sogenannte Volksgerichtshof verurteilt die drei Studenten zum Tod durch das Fallbeil. Ich glaube, dass es gerade in der heutigen Zeit, wo es ja auch wieder Diktaturen gibt, besonders wichtig, dass man halt weiß, dass man sich das nicht gefallen lassen muss. Hans und Sophie Scholl insbesondere haben ihre Angst überwunden, indem sie halt aus dieser Situation heraus wollten und auch für die Menschen kämpfen wollten. Also es ging ja nicht nur um sie selbst, es ging ja auch um alle anderen. Mittlerweile wird es einfach immer klarer, dass sie halt sich als Einzige so lange dafür eingesetzt haben und auch bis zum Tod gesagt haben, nein, ich widerrufe das nicht, was viele nämlich noch gemacht haben. Und ich glaube, deswegen hat es auch viel damit zu tun, dass sie heute noch so bewundernswert sind. Gerade Schülerinnen und Schüler identifizieren sich zum Teil sehr mit Sophie Scholl, wenn sie in der Schule das Thema besprechen. Warum ist Sophie Scholl so ein Vorbild? Ja, weil sie so einen unglaublichen Mut hatte und weil sie so eine klare Haltung hatte, weil sie bis zuletzt dabei geblieben ist bei ihrer Haltung. Das können wir ja sehr gut aus den Verhörprotokollen lesen, dass Sophie nicht darum gebeten hat, um Gnade, oder dass sie auch das nicht abgewiegelt hat oder gesagt hat, ja, ich bin ja nur verführt worden von meinem Bruder und ich wollte da gar nicht richtig mitmachen. Also es hätte so viele Ausflüchte, so viele Möglichkeiten gegeben, um zu versuchen, ihr Leben zu retten. Ja. Und das hat sie alles nicht gemacht. Sie hat ganz klar gesagt, ich bin der Meinung, dass es richtig war, was wir getan haben. Ich würde es wieder tun. Ich bereue das nicht. Das ist schon sehr besonders, und das mit 21 Jahren. Ich glaube, das ist so einer der Punkte, warum sie so ein großes Vorbild ist. Mhm. Und das, obwohl sie ja erst ein ganz typisches HJ-Mädchen war. Also, ja, das ist ja besonders interessant. Das Besondere, dass sie diesen Weg gegangen ist von der Verführten sozusagen, die an dieses Regime geglaubt hat und sich dann Stück für Stück davon abgewendet hat. Und das ist schon sehr besonders. Und dass es eben so außergewöhnlich gut dokumentiert ist. Es gibt eben so viele Schriftstücke von ihr, Briefe oder die Verhöre, das ist ja alles noch erhalten. Welche Rolle spielt historische Bildung heutzutage in Schule und Studium, frage ich eine Historikerin. Ja. Also eine sehr große, oder sollte auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Bei Geschichte ist ja eigentlich das Wichtige. Geschichte erzählt uns ja eigentlich nicht so viel von Zahlen oder sowas. Ich hoffe, dass das Lehrer auch nicht mehr so machen. Geschichte erzählt uns davon, wie Menschen sich diese Welt eingerichtet haben, was Menschen aus dieser Welt machen, wie sie leben, wofür sie sterben, was sie hassen, was sie lieben. Das erzählt Geschichte.
Ich finde, das ist das spannendste Fach, was es überhaupt gibt. Und man kann es ja mit allen anderen Fächern auch verknüpfen. Man kann es mit Kunst verknüpfen, man kann es auch mit Mathematik und Physik verknüpfen und Musik und mit allem. Und insofern finde ich, sollte Geschichte wirklich einen großen Platz einnehmen in der Schule. Und ich glaube, dass das auch so ist, dass es zumindest so geplant ist. Ich habe auch den Eindruck, also mein Sohn zum Beispiel ist sehr fasziniert vom Geschichtsfach, wenn das hängt viel vom Lehrer ab. Ja, es hängt natürlich auch von Lehrerinnen und Lehrern ab, aber ich denke mir, jetzt inzwischen gibt es so viele Möglichkeiten, Geschichte spannend zu machen in der Schule. Und ich glaube, da können die Lehrer kennen sich da jetzt auch ganz gut aus. In diesem Jahr feiert Sophie Scholl, hätte sie gefeiert, ihren 100. Geburtstag. Da fällt der Scheinwerfer ja dann immer etwas heller auf Menschen wie Sie. Ein Tipp von Ihnen an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Was sollte man in diesem Jahr lesen über Sophie Scholl? Also ich finde wichtig, man sollte die Originaltexte lesen. Also als Historikerin bin ich natürlich immer so ein Quellenfan. Also ihre Briefe, die gibt es in einer Briefausgabe. Sehr schön, kann man die nachlesen. Die Weiße Rose Flugblätter kann man nachlesen. Sogar im Internet stehen die alle als Faksimile. Also genau so, wie sie damals gewesen sind bei der Bundeszentrale für politische Bildung, kann man die alle runterladen. Ich finde, man sollte ruhig versuchen, mal den Ton von Sophie selber zu hören, indem man ihre Originalquellen liest. Und man taucht da wirklich ein. Also ich habe mich ja auch eingelesen für diese Sendung. Es packt ein, es rührt ein. Man kriegt ein Gefühl für die Person. Es sind keine komplizierten Texte. Ja. Die nimmt einen einfach so mit, so wie sie ganz erzählt. Genau. Sie erzählt ja auch ganz viel aus ihrem Alltag und plaudert. Das sind ja teilweise auch Belanglosigkeiten. Einfach auch passend für das Alter. Das steht dann erstmal im Widerstand, im Widerspruch zu dieser Widerstandskämpferin, die sie auch war. Also das ist wirklich eine spannende Lektüre. Vielleicht noch ein Wort zu der internationalen Bedeutung von Sophie Scholl. Dass wir uns als Deutsche dafür interessieren, ist ja vielleicht klar, aber wie sieht es international aus? Ja, Sophie Scholl und die Weiße Rose sind ja auf der ganzen Welt bekannt. Das ist ja das Großartige, dass Schüler manchmal fragen, ja, wenn sie doch hingerichtet worden sind, hatte das alles überhaupt einen Sinn? Hat das überhaupt was bewirkt? Und natürlich, sie haben selber sind gescheitert mit ihrem Plan, aber die Welt erinnert ja heute noch an sie. Und in ganz vielen Ländern ist die Weiße Rose und sind Sophie Scholl Symbol für Widerstand, für Freiheit, für Menschenwürde, für Respekt, für Toleranz. Und insofern ist das eine unglaubliche Wirkung, die diese Gruppe entfaltet hat. Also besser kann man es ja fast gar nicht machen. Mhm. Was war Ihr Allerüberraschendstes, was Sie über Sophie Scholl rausgefunden haben? Das Allerüberraschendste ist, glaube ich, immer die Kombination, dass sie neben diesem grüblerischen und sehr strengen und selbstkritischen Wesen auch wahnsinnig albern und lustig sein konnte. Und das finde ich so sympathisch an ihr. Sie war einfach eine ganz normale junge Frau, aber eben auch nicht ganz normal. Die Sie uns wunderbar nahegebracht haben. Herzlichen Dank, Dr. Maren Gottschalk, für den Besuch bei uns und die vielen Informationen über Sophie Scholl. Und Ihnen danke fürs Zuschauen. Das war unsere Planetwissen-Sendung über Sophie Scholl und gerne bis bald wieder. Tschüss.